Warum macht man das eigentlich? Schließlich sitzt du da mit deinem ganzen Körpergewicht drauf. Gerade wenn du wirklich im Gelände unterwegs bist und du mit dem Fahrwerk spielen willst, dann ist das ideal. Das ist aber dann High-End. Naja, man könnte noch einen draufsetzen, aber auch ganz wichtig an dieser Stelle, ich kann das überhaupt nicht haben, wenn man sich das Rad anguckt und ich sehe, darum wünsche ich mir hier fürs Jahr, Modelljahr 2024, also hier ist wirklich Maximum, was wir hier haben. Und hier ein weiteres Video mit Nils. Hallo? Ja, ich komme ja, wieder. Also. Mach, mach, mach. Ich komme wieder, ich komme wieder. Hast du alles? Ja, mach. Wunderbar. Ah, vielleicht habe ich auch noch was vergessen. Mach ja, doch jetzt. Muss mal gucken hier. Ist ja. So. Na. So. Ja, dann kommen Sie noch mal kurz ran hier. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Jetzt muss ich wieder mein Lächeln aufsetzen, weil die Kamera läuft. Und erstmal moin. Was soll ich sagen? Hier siehst du das Simplon Repcon P-Max Modell 2023. Und auf den allerersten Blick würde ich jetzt sagen, es steht dem Modell oder dem Vorgängermodell nichts nach. Wobei mir schon so ein paar Sachen aufgefallen sind. Welche das genau sind, erfährst du im Laufe des Videos. Wer hätte das gedacht? Und eigentlich sprechen wir in den Videos von Zweirad-Hogendorn nie über Preise, sprechen nie über Gewicht. Weil auch so ein Simplon, genauso wie ich es hier stehen habe, gibt es in verschiedenen Konfigurationen. Aber hier steht eine Konfiguration, wo ich doch sage, ich nenne mal den Preis. Vielleicht machst du dann das Video aus oder du sagst, jetzt bleibe ich erst recht dran, weil das muss schon interessant sein, weil das ist tatsächlich ein Preis, wo ich sage, ja, kann man machen. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Wollen wir aber auch gar nicht so viel drüber sprechen oder uns drum streiten. Also das soll nie der Grund sein, weil ich weiß, der eine oder andere braucht genau dieses Rad. Für den ist es genau das richtige Rad. Und er wird auch seinen Spaß dran haben. Und dieses Rad hat tatsächlich einen Preis von 13.449 Euro. Und wie sich dieser Preis zusammensetzt, das klären wir alles mal im Laufe des Videos. Aber ich fange jetzt erstmal an, das Rad entzumontieren, weil hier steht schon drauf, Achtung, die Federgabel aufpumpen. Dieses Rad ist nicht fahrbereit. Also zur Info, wenn wir Fahrräder bestellen, dann kriegen wir sie im Karton geliefert. Wir dürfen sie dann entmontieren, beziehungsweise müssen es sogar abstimmen auf den Fahrer, einstellen, alle Schrauben prüfen, sodass das Rad wirklich im sicheren und ordnungsgemäßen Zustand von uns übergeben wird. Und das machen wir jetzt mal zusammen. So, und bevor ich jetzt anfange,
weil das ist ja ein besonderer Moment. Ein Rad in der Preiskategorie hat man nicht jeden Tag hier am Haken. Habe ich mich schon darauf vorbereitet. Ich habe nämlich neues Werkzeug. Und ich habe mir wirklich mal was gegönnt hier für unsere Werkstatt. Ich habe mir ein neues Werkzeugset von Parktool gegönnt. Ich finde ja optisch schon mega cool. Ich habe das bei anderen YouTubern im Kanal gesehen. Die machen so, kann man ja ruhig mal sagen, so Dream Build. Ne? Die bauen so, du hast mich letztlich mal darauf gebracht. Ja. Diese Gravel Bikes ab 10.000 Euro aufwärts. Genau, die bauen, die bauen halt diese ganzen Rennräder und Gravel Bikes und sowas. Wird zusammengebaut mit einem ganz ruhigen Sound im Hintergrund. Und ich habe immer das Werkzeug gesehen und habe so gedacht, boah, sieht aber geil aus. Ist auch praktisch, weil es noch ein bisschen schlanker ist, so im Vergleich. Der hier ist jetzt nicht massiver, aber ich finde die tatsächlich noch schöner. Wenn man hier mal vergleicht, so. Ja. Na? Wobei auch da die Parkpool-Sachen ja, du kannst ja hier auch noch dann das Ganze ja austauschen. Nee, andersrum. Du kannst damit auch noch, und hier bei dem hast du ja nur den Griff. Genau. Wobei ich sagen muss, ich finde die, diese Griffgeschichten, die Steckschlüssel finde ich schon ganz gut. Also diese hier sind schön, die liegen so wirklich gut in der Hand. Ja. Andersrum, immer so schrauben, geht auch ziemlich aufs Handgelenk. Auch richtig. Also gerade wenn es jetzt Sachen sind, die extrem fest sollen, da ist das hier dann schon wirklich praktisch, weil man so nochmal anders die Schrauben anfassen kann. So, und ich muss jetzt erstmal ein bisschen Rückbau hier betreiben. Klingt zwar immer komisch, ist aber so. Allein der Scheinwerferhalter ist hier schon eine Wucht. Das gefällt mir schon. Was haben wir denn da für einen Scheinwerfer? Ein Lupine SLX. Wahnsinns Scheinwerfer, also auch mit Sensortechnik, der unterscheidet ob Tag oder Nacht. Fernlicht, Abblendlicht, alles vorhanden. Also wirklich ein sehr, sehr hochwertiger Scheinwerfer, auch mit einem Aluminiumgehäuse. Und wenn ich so eine Endmontage mache hier, dann will ich das natürlich auch so haben, dass das auf Anhieb sitzt, dass es wirklich genau zusammengebaut ist, so wie ich das haben will. So, dass ich das Rad theoretisch auch fahren kann. Und darum prüfe ich natürlich auch, so wie wir es sonst auch in der Werkstatt machen. So, das gefällt mir. Mein Lieblingsdrehmomentschlüssel. Knuck. Das ist, glaube ich, das einzige Werkzeug bei Zweiratogen, dann auf dem YouTube-Channel, was sogar ein eigenes Video hat, ne? Ja. Wurde ja mal explizit gewünscht, dass wir mal unsere Werkzeuge vorstellen sollen. So. Klack. Und ach ja, immer den Drehmomentschlüssel ganz hinten anfassen. Und sobald es knackt, auch aufhören zu drehen. Das müsste gleich kommen. Zack. Ja. So. Jawohl. Ja, ich muss eben gucken. Du richtest jetzt den Lenker aus. Ja, also ich mache das erstmal pro forma. Kann natürlich sein, dass ich gleich immer noch das Steuerlager einstellen muss. Aber ich muss jetzt irgendwie erstmal ein bisschen Halt in das System bringen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich der Lenker immer wieder verdreht beim Arbeiten am Rad. So, irgendwo müssen wir ja anfangen. So, hier ist eine richtig schöne Scheinwerferhalterung dran. Also die Idee finde ich schon mal super. Die Vorbauschraube ist gleichzeitig die Aufnahme für den Scheinwerfer. Ah. Ist schön gelöst, finde ich. Sieht elegant aus, macht das Ganze so ein bisschen minimaler. Aber heute kommt auch ganz viel neues Werkzeug zum Einsatz. Und das ist zum Beispiel auch ein Werkzeug, das findest du in unserem Online-Shop. Das ist eine Dämpferpumpe in einer ordentlichen Größe. Dämpferpumpen finde ich immer relativ schwierig zu finden, so welche nehme ich, welche hat eine ordentliche Größe, welche funktioniert am besten. Und ich finde das immer ätzend, wenn das so eine Pumpe ist, die so einen Mini-Hub hat. Und diese hier, die hat schon einen guten Hub, die hat einen vernünftigen Knauf zum Festhalten und die fühlt sich auch wirklich sehr, sehr wertig an. Ja, Nils auf der Suche nach dem Ventileingang. Der ist hier oben, ne? Nee, du guckst jetzt wegen des Drucks wahrscheinlich. Genau, da steht ja immer, also habe ich ja schon ganz oft gesagt in anderen Videos, und die Federgabel hat eine Lockout-Funktion. Und über die Luftkammer kannst du diese Federgabel auf dein Körpergewicht abstimmen. Und jeder fragt sich immer, hä, warum, wie soll das gehen? Oder was heißt jeder? Dieter fragt sich das immer. Genau. Und ich habe gerade eben geguckt, da ist eine Luftdrucktabelle und bei einem gewissen Körpergewicht braucht man einen gewissen Luftdruck. So fährt sich das Rad am besten.
Fahrwerk ist ja nicht nur für Komfort da, sondern auch für Bodenhaftung. Und ich schraube jetzt mal die Pumpe hier drauf. Ganz interessant ist hier dieser, dieser Kipphebel. Ja. Also es funktioniert schon mal sehr gut. Sieht sehr wertig aus. Und jetzt würde ich einfach mal lospumpen. Kannst du denn so pumpen, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist für dich vielleicht, aber dass man die Anzeige so seitlich... Ja, genau. Was hattest du gesagt, wie viel Bar muss da drauf? Ja, ich überlege noch, also so um die 100 PSI. Je nach Körpergewicht. Drehe die Pumpe vom Ventil. Aber jetzt sehen wir schon das Rad in seiner vollen Pracht mit seinem maximalen Federweg. 170er. Also Fahrwerk ist noch nicht abgestimmt. Zu meiner Beruhigung, die Gabel ist in Ordnung. Es funktioniert alles. Modell Repcon P-Max CX B3 und dann als Erweiterung Eagle XX One. Ich glaube, so habe ich es ganz genau richtig gesagt. Dann gehen wir mal kurz aufs Fahrwerk, weil wir haben ja gesagt, über die Konfiguration sprechen wir auch. Und wir haben hier eine Fox Federgabel. Und wenn ich die Fox Federgabel jetzt dazu konfiguriere in der 170er Länge, also mit dem 170 mm Federweg, dann kommen direkt 630 Euro dazu. Ich will das mal einmal zeigen. Die Sattelstütze funktioniert über einen Bautenzug. Gucken, ob ich das noch umdrehen kann, dass es für mich noch schöner ist. Das ist aber nur fürs eigene Gefühl. Ja, das kannst du aber auch so machen, ne? Ja, also der Zuschauer weiß das ja nicht, kann sich das vielleicht denken. Ich bin nur noch ein bisschen so ein kleiner Pingel-Heini. Das stimmt. Und wir haben wir ja so Schlitze, eine Kalibrierbuchse für die Sattelstütze. Also hier ist nochmal eine Alubuchse im Rahmen eingelassen, wo dann letztlich auch die Sattelstütze drin gehalten wird. So, und jetzt ist die Schelle hier, die zeigt nach vorne, passend zur Rahmenform. Das ist auch alles in Ordnung. Und damit es überhaupt klemmbar ist, ist da wie gesagt dieser Schlitz. Und hier hinten ist der Schlitz, hier vorne ist einer. Und ich kann das überhaupt nicht haben, wenn man sich das Rad anguckt und ich sehe, dass die Buchse verdreht im Rahmen ist. Das heißt, dass diese beiden Schnittstellen nicht übereinstehen. Das finde ich, find ich total hässlich. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Funktion dann beeinträchtigt ist, weil es klemmt nicht so stark, wie es vielleicht klemmen könnte. Und dann musst du vielleicht öfter mal deine Sattelstütze nachziehen oder wie auch immer. Darum ist mein Tipp, wenn du das siehst an deinem Fahrrad, kannst du es ja korrigieren. Das ist eine Kleinigkeit, ist eine Schraube meistens nur. Dann musst du nur noch die Buchse verdrehen im Rahmen. Wenn ich schon mal dabei bin, dann nehme ich hier auch dieses praktische Fett und... Das heißt, die kam so ungefettet... Die war tatsächlich ohne Fett, ja, gefällt mir auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, das macht aber in der Regel der Fahrradhändler sowieso, ne, bei der Montage. Muss eigentlich, ja. Weil du weißt es ja eh nicht, ob da jetzt Fett dran ist oder nicht. Und ich mache das immer gerne, weil, ja, wie gesagt, das ist eine geklemmte Verbindung. Und wenn wir da Fett dran machen, ich meine, da streiten sich auch die Geister. Der eine sagt, da muss Fett dran, der nächste sagt, da braucht nichts dran. Das geht auch ohne. Ich habe das noch nie gemacht oder so. Aber wie gesagt, meine Meinung ist, da gehört Fett dran. Alleine um Geräusche zu vermeiden, weil es kann immer mal sein, schließlich sitzt du da mit deinem ganzen Körpergewicht drauf, da ist immer ordentlich Bewegung drauf, gerade wenn du im Gelände unterwegs bist, wird das Ganze noch mehr belastet. Zehn Newtonmeter. Und jetzt muss ich mal einmal gucken, weil, wenn wir schon bei der Sattelstütze sind, kommen wir auch direkt zur nächsten Konfigurationsmöglichkeit. Ich habe ja gesagt, wenn man Fox bekommen kann, dann muss man auch Fox nehmen, weil es alleine, ich finde das Label schon schön, aber auch die Qualität. Es ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Ich habe hier eine Fox Transfer Factory mit 200 mm. Also hier ist wirklich Maximum, was wir hier haben bei dieser Dropper Post. Das ist wirklich eine große Sattelstütze. Aber ich bin ja auch groß und ich finde das auch immer super praktisch. Gerade wenn du wirklich im Gelände unterwegs bist und du mit dem Fahrwerk spielen willst, dann ist das ideal, weil du kannst den Sattel ganz nach unten machen. Du kannst wirklich den Schwerpunkt verlagern und mit dem Fahrrad richtig schön arbeiten, schön durch die Kurven sausen.
wenn du mit dem Fahrrad arbeiten willst, je komfortabler ist es dann. Und genauso ist es aber auch beim Aufsteigen, weil es ist ja schon ein recht großes Rad. Und wenn ich hier jetzt drüber möchte, gibt mir das natürlich auch nochmal Komfort beim Aufsteigen. Ja, das ist ja super. Hast du ja richtig schön erzählt. Ist ja auch alles super, aber den Preis hast du vergessen, ne? Ja, was kosten diese ganzen Vorteile? Das ist auch immer ein teurer Spaß, könnte man jetzt sagen. 350. Das ist aber dann High-End. Naja, man könnte noch einen draufsetzen. Ärgere ich mich auch so ein bisschen drüber, dass wir das nicht haben. Die ist ja mit dem Bautenzug, die Stütze. Hm? Die Schaltung ist per Funk. Warum ist die Stütze mit dem Bautenzug? Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht so ganz. Ich meine, es ist trotzdem hochwertig. Es ist ein sicheres System. Aber so eine Schaltung funktioniert auch. Das wissen wir auch alle. Die funktionieren auch seit Jahren. Und es gibt auch kabellose Sattelstützen. Darum wünsche ich mir hier fürs Jahr, Modelljahr 2024, eine Sattelstütze, die per Funk funktioniert. Vielleicht gibt es die ja auch und ich habe es einfach nur falsch konfiguriert, aber das glaube ich nicht. Falls du dich jetzt wunderst, warum zieht er den Sattel fest? Ich habe mir noch nicht den richtigen Sattel dafür ausgesucht, aber bevor ich es vergesse, kann ich es ja besser machen. Ja. Aber auch ganz wichtig an dieser Stelle, wenn du dir einen Simplon konfigurierst, Simplon ist einer der wenigen Hersteller, die, wo du wirklich beim Konfigurieren des Rades das Fahrrad konfigurieren kannst ohne Sattel. Ist auch cool. Weil ich sage ja immer, Sattel hängt ja immer von den Vorlieben, Sitzposition und auch vom Sitz noch ein Abstand, hängt das Ganze ja ab und vielleicht gibt es ja auch noch bei dem einen oder anderen irgendwelche Einschränkungen. Dementsprechend kannst du dir natürlich den richtigen Sattel aussuchen und wir machen das bei der Fahrradberatung immer mit, dass wir wirklich sagen, alles klar, da ist unser Popometer, setz dich mal kurz drauf, Sitzknochen ausmessen und anhand der Sitzposition und falls da noch irgendwo eine gesundheitliche Einschränkung ist, können wir da auch dann auf den Sattel perfekt eingehen und dir den richtigen Sattel aussuchen. So, das ist schon mal super. Die Bremse läuft schleif und geräuschfrei. Warum sage ich das extra? Das ist nicht immer so, wenn wir ein Fahrrad geliefert bekommen. Es kann auch mal sein, dass wir eine Scheibe komplett einstellen müssen. In dem Fall habe ich Glück. Aber wer weiß, was noch so passiert. Speichenspannung prüfen, ob alles wirklich gleichmäßig ist. Und dann können wir gleich auch schon mal, wenn ich über Bremsen spreche und über Laufräder, dann können wir mal gucken, was wir hier konfiguriert haben. So, was haben wir hier? Das ist der DT Swiss Laufradsatz, Modell HX 1501. In der Variante vorne mit dem 29 Zoll Laufrad und hinten, vielleicht hast du es schon gesehen, mit dem 27,5 Zoll Laufrad. Warum macht man das eigentlich? Hängt auch wieder mit dem Schwerpunkt zusammen. Du setzt einfach einen anderen Schwerpunkt auf dem Rad, kannst noch mehr mit dem Rad arbeiten und dementsprechend noch mehr Fahrspaß erleben. So, und wenn wir schon beim Laufrad sind, können wir direkt weitermachen mit den Bremsen. Und hier siehst du schon, vorne haben wir eine 220 mm große Bremsscheibe, also da geht richtig was. Und als Bremsenmodell haben wir eine SRAM Code RSC-Bremse. Und wenn wir uns mal, also es ist eine 4-Kolben-Bremse, Bremsanlage, ganz wichtig. Und wenn wir uns die Bremse noch mal ein bisschen detaillierter angucken, wir haben hier eine Griffweiteneinstellung. Das heißt, ob du jetzt große oder kleinere Hände hast, kannst du den Griff auf jeden Fall perfekt einstellen, sodass er immer super zu bedienen ist. Und was ich auch wirklich super finde, wir haben hier noch mal so eine Rändelschraube. Das heißt, der Druckpunkt der Bremse, der ist auch einstellbar. Gehen wir nochmal aufs Hinterrad. Und auch hier haben wir eine 200 mm große Bremsscheibe. Ist auch schon größer als alles, was man sonst so im normalen Straßenbereich kennt. Und auch ein 4-Kolben-Bremssattel. Ja, ist das gleiche Bremsenmodell und auch wieder Griffweite und Druckpunkt einstellbar. Auch die Steckachse setze ich nochmal mit Fett ein. Übrigens auch 15 mm Steckachse. Ich meine, was haben wir bei so einem High-End-Mountainbike anderes erwartet? Aber warum eigentlich so eine fette Steckachse? Was ist eigentlich der Vorteil davon? Also durch diese
Dicke ist das Ganze erstmal extrem verwindungssteif. Verwindungssteif heißt einmal Vortrieb, aber auch gleichzeitig Sicherheit beim Bremsen. Also wenn du hier mal richtig in die Bremsen gehst, das, ja, da bewegt sich gar nichts, weil es einfach super stabil ist. Und im Vergleich zu so einem 5 mm Schnellspanner, so wie man es vom herkömmlichen Fahrrad kennt, ich meine, sind wir jahrelang mit rumgefahren, also es gibt noch gar nicht so ewig dieses System, hat ja auch immer funktioniert, aber da hat man auch gesehen, wie doll so eine Gabel arbeitet. Und hier würde ich jetzt behaupten, mit einem bloßen Auge kann ich das erstmal nicht erkennen, wie doll die Gabel arbeitet. Also es sitzt schon viel besser. So, ich baue das mal wieder ein. Was natürlich auch genial ist dabei, bei so einer fetten Steckachse, das Vorderrad oder auch das Hinterrad, das sitzt nachher einfach genauso, wie du es ausgebaut hast, weil du es immer wieder gleich einbaust. Es ist einfach eine feste Verbindung. Da ist kein Spiel drin. Das ist auch ganz schön. So, und bevor ich das mache, prüfe ich aber auch noch die Bremsscheibe, ob die wirklich fest auf die Narbe geschraubt ist. Hätt's jetzt gerne gesehen, ne? Das Geile ist, wenn das Vorderrad ausgebaut ist, dann hat das Ganze auch kein Gewicht. Dann kann man auch noch mal das Lenkkopflager prüfen. Und wenn ich jetzt mal so hier dran drehe, es lässt sich wirklich leicht bewegen. Da rastet nichts, außer jetzt die Zügel, die hier wunderschön innen verlegt sind. Die merke ich natürlich, da ist ein kleiner Widerstand, aber ansonsten läuft das Steuerlager wirklich super geschmeidig. So, und jetzt baue ich es wieder zusammen. Und das ist immer der Moment, der mich am meisten beeindruckt. Als Zuschauer ist es vielleicht schwer zu hören oder nicht zu hören, weil hier ist auch nichts zu hören. Es ist absolut schleiffrei. Und das ist das Schönste, was einem Mechaniker passieren kann. System auseinandergebaut, wieder zusammengebaut und alles ist, wie es vorher war. Und das ist auch, wie gesagt, der Vorteil einer 15 mm Steckachse, diese feste Verbindung, wo das Vorderrad nicht in der Gabel hin und her kippelt. Ich brauche jetzt quasi auch gar nicht gucken, ist das Vorderrad überhaupt mittig in der Gabel eingebaut oder ist es vielleicht ein bisschen nach links oder nach rechts, wie auch immer. Brauche ich nicht kontrollieren, kann ich mich nämlich drauf verlassen, weil es sitzt genauso wie vorher. Trotzdem einmal der Bremsencheck. Druckpunkt ist da, was wollen wir mehr? Ich könnte ja jetzt sagen, als nächstes prüfe ich den Akku, ob er sich entnehmen lässt, ob er im einwandfreien Zustand ist. Und jetzt kommen wir zur Modellerweiterung, weil was ist in Wirklichkeit denn anders an dem neuen Repcon Pimax CX-B3? Weil vielleicht ist dir schon aufgefallen, wenn du so ein Repcon schon kennst, dass dieses hier auf jeden Fall ein deutlich schlankeres Design hat als das Vorgängermodell. Und das liegt ganz allein daran, wir haben hier einen etwas anderen Rahmen. Und bei diesem Rahmen ist die Besonderheit, dass der Akku vom Bosch Antriebssystem hier fest im Rahmen integriert ist. Also wir haben hier wieder einen Carbonrahmen, so wie wir es kennen, aber mit dem Unterschied, der Rahmen, der Akku ist im Rahmen fest integriert. Das heißt, du kannst ihn nur aufladen im Fahrrad. Dadurch sparen wir aber ein bisschen Material. Das Ganze ist, wie gesagt, etwas dezenter. Und ich würde jetzt auch sagen, wir sparen sogar noch ein bisschen Gewicht. Das habe ich aber noch nicht nachwiegen können. Unser Kameramann. Was los? Was hat man jetzt schon wieder? Der Dieter, der sagt gerade, ist das jetzt ein Vorteil für den Mountainbiker, wenn der Akku nicht entnehmbar ist? Stimmt, genau. Also können wir uns ja drüber streiten. Also wir können ja mal ein bisschen Zahlen in den Raum werfen. Wir haben hier einen 750 Wattstunden Akku. Das ist so das Größte, was momentan am Markt ist aus dem Hause Bosch. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Und wer das Video kennt, ich bin ja mal mit dem Simplon Stomp in Österreich unterwegs gewesen, habe so einen kleinen Berg, bin ich da hochgefahren, habe mich auch maximal unterstützen lassen und ich bin da ganz bequem nach oben gefahren und auch ganz bequem wieder nach unten gefahren. Muss aber auch sagen, dass ich kein zweites Mal hätte hochfahren können mit dem 600er Akku, muss man,
muss man auch fairerweise dazu sagen, der ist ja noch etwas größer. Also kann man sich auf jeden Fall drüber streiten. Würde ich mich natürlich freuen, wenn da mal so ein paar Kommentare, ja, oder Erfahrungen in die Kommentarfelder kommen. Das wäre schön, würde ich mich drüber freuen, weil wir sind ja hier im absoluten Flachland unterwegs, können das seltenst ausprobieren. Ich weiß, wenn ich damit jetzt unterwegs fahre und ich fahre damit im Wald und ich fahre damit durchs Gelände und ich fahre mal einen Hügel hoch, Hügel runter. Also ich glaube, ich könnte damit wirklich einen ganzen Tag Spaß haben oder so lange Spaß haben, bis ich selber nicht mehr kann. Also das geht schon, da bin ich mir ganz sicher. Aber schreib uns doch mal deine Erfahrungen in die Kommentare. Oh, nicht erschrecken. Nee, ist nichts Schlimmes. Ist hier von der Steckachse? Genau. Bitteschön. Ich sehe hier oben drauf. Ja! Ja. So, ich glaube, ich baue gleich auch noch eben das Hinterrad aus. Guck mir das alles einmal an. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt noch nichts Schlechtes gefunden. Ich sage, oh, das müssen wir unbedingt machen. Wobei ich auch schon wieder merke, wir sind ja hier in unserem neuen Studio. Mir fehlen noch ein paar Werkzeuge. Die habe ich entweder nicht mit rübergenommen oder die hat sich jemand ausgeliehen oder wie auch immer. Normalerweise prüfen wir hier noch den Lockring vom Bosch-Motor. Das mache ich dann alles nochmal in ruhiger Minute. Was ich auch gerade festgestellt habe, ich habe gar keine Pedalen hier. Und da hätte ich gerne mal von so einem Mountainbiker mal so einen Tipp, was für Pedalen du mir empfehlen würdest, was du da dran bauen würdest an so einem Rad, so dass ich es auch mit schönen Pedalen ausstatten kann. Also ab in die Kommentare damit. Ich habe jetzt gerade mal den kleinsten Akku der Welt eingebaut. Oder den kleinsten E-Bike-Akku der Welt eingebaut. Kann ich nämlich einmal die Schaltung testen, aber ich will das Hinterrad ausbauen, um auch nochmal die Steckachse vom Hinterrad zu testen, zu prüfen. So, dazu entspanne ich einmal den gesamten Antriebsstrang. So, Hinterrad einmal raus, Steckachse, ja, die ist mit Fett benetzt, also auch das ist wirklich alles gut. Gucken wir uns noch mal ein paar Sachen an. Hier kann ich es mal zeigen. Hier siehst du nämlich den Ersatz für die altbekannten Speichenmagneten. Das ist der Sensormagnet für die Geschwindigkeit. Ist mittlerweile ein bisschen umgebaut. Beim Vorgänger haben wir noch einen Speichenmagnet. Hier sitzt der Magnet auf der Scheibenbremse. Und hier ist dann der kleine Abnehmer dafür, also der Sensor. Und ja, alles ein bisschen dezenter. Auch hier schlank gehalten, sauberer Hinterbau. Nichts, wo irgendwie ein Stock dazwischen kommen kann und dann bricht das im blödesten Fall. Oder der Speichenmagnet geht komplett verloren. Soll ja auch schon mal vorgekommen sein, dass jemand einen Speichenmagnet verliert. Dann ist der Fahrspaß auf jeden Fall ganz schnell vorbei oder unterbrochen. Aber es ist auch mal ärgerlich wegen so Kleinigkeiten. Deswegen finde ich die Lösung mit diesem kleinen Magneten hier auf der Scheibenbremse schon ganz praktisch. Jetzt brauche ich mal eben deine Hilfe. Kannst du mal eben einmal entweder auch eben hochhalten. Jo. Ich habe so, wie ich immer bin, die Steckachse einfach da liegen lassen. Jo. Na, was war das denn? Was? Du bist gegen den Rahmen gekommen. Nee. Hast du das Geräusch nicht gehört? Das Geräusch, ja, das war hier. Nee. Mal gucken, ob der Lack noch beschädigt ist. Das mit dem Sattel da oben ist keine Einbahnstraße. Kannst du auch anders den Lack beschädigen? Du glaubst ja wohl nicht. Aber muss man ja auch sagen, spätestens nach dem ersten Einsatz im Gehölz hast du da wahrscheinlich auch Kratzer drin. Kann ich loslassen? Ja. Ja, klar. So, weiter geht's im Cockpit. Jawohl. Ich baue mal das Display drauf. Ich gucke mal, ob sich das Rad einschalten lässt. Genau. Und hier siehst du das Kiox 300. Und hier auf der rechten Seite in Fahrtrichtung siehst du die LED Remote. Links. In Fahrtrichtung links. Ach, ja, ja. Ist gut. Nicht schlimm. Macht ja nichts. Nee, ist. Jeder weiß, was ich meine. Genau. Auf jeden Fall, diese beiden Bauteile sind Erneuerungen am Smart-System. Smart-System bedeutet ja immer, du kannst dein
Smartphone mit diesem Rad verbinden und auch sämtliche anderen Bluetooth-Geräte. Also man wird sich noch wundern, was da noch so kommt. Ich bin mir da ganz sicher, da kommt noch einiges. Ganz wichtig an dieser Stelle aber auch, du musst nicht unbedingt dein Smartphone mit dem Smart-System verbinden. Es gibt auch noch das Intuvia 100, das wäre dann das Seriendisplay. Es gibt auch noch Smartphone Grip, Tagfahrlicht, Fahrlicht wäre das theoretisch, also er unterscheidet automatisch. Ich kann es jetzt aber nicht. So, und jetzt habe ich auch das Fernlicht an mit einem Doppelklick. Hier siehst du auch wunderschön die blaue Leuchte, damit du auch mal weißt, in welchem Modus du unterwegs bist. 1800 Lumen hat der Scheinwerfer. Und auch der hat nochmal einen Aufpreis von 360 Euro. Der haut also auch nochmal richtig rein. So kommen wir letztlich auch auf den Preis von 13.449 Euro. Ja, ich glaube, wir biegen auf die Zielgerade ein. Wir haben hier ein schönes Rad. Ich habe noch jede Menge Kleinigkeiten, die ich hier noch verändern will, so wie die Zugverlegung. Das würde ich alles noch anpassen, will ich jetzt aber niemanden im Video mit langweilen. Oder wir machen da noch mal ein extra Video drüber, müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Wir brauchen ja noch Pedale, da seid ihr auf jeden Fall gefragt. Hier ist übrigens das kleine Rücklicht, ist ein Rücklicht aus dem Hause Busch und Müller, Modell XI. Ganz niedlich, sehen und gesehen werden. Na? Hier sind noch mehr Erneuerungen dran, würde ich eigentlich gerne noch einmal kurz zeigen, zumindest die Ladebuchse, weil das hat sich das ist deutlich besser oder schöner geworden oder stabiler geworden. Das ist ja immer so ein Manko von vielen Rädern, wo immer mal gerne drüber gesprochen wird. Wir haben hier wirklich eine Buchse. Sieht fast so aus wie aus dem 3D-Druck. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das diese Kappe. Dieter, ich glaube, also zeig die ruhig mal richtig. Das ist richtig, fühlt sich richtig wertig an, das Ganze. Und ist dann auch angepasst an den Stecker, sodass das, oh, könnte mir sogar vorstellen, wasserdicht ist. Zumindest bis zum gewissen Grad. Also was ist schon richtig wasserdicht. Aber auch hier, dafür ist Simplon ja auch bekannt, dass gerade die empfindlichen Stellen an so einem Rahmen immer gut geschützt werden. Das haben wir schon bei den, bei welchem Rad war das? Auch bei dem TQ. Und auch beim TQ. Ja. Wir haben immer mal so Edelstahl. Inicio Gravel, genau. Pimax. Ja. Edelstahl-Applikationen gibt es ja an dem einen oder anderen Rad und hier bei Simplon auch hier, ach, ich meine, macht auch Sinn an so einem Rad, wirklich einen ordentlichen Schutz der Kettenstrebe, falls die Kette mal einschlägt, macht auf jeden Fall Sinn. Da finde ich immer wirklich genial, kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Mich reizt es schon, mal hier hinter die Verkleidung zu gucken. Können wir ja vielleicht mal in einem der nächsten Videos machen. Das überlege ich mir aber noch genau. Also wenn ihr das wollt, dann mache ich das gerne und dann zeigen wir das auch gerne. Und ansonsten sage ich mal Daumen hoch da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns schon in einem der nächsten Videos und vielleicht ja auch mit dem Repcon, wenn wir die Pedalen montieren, die Zugverlegung optimieren und vielleicht auch hinter der Motorverkleidung gucken. Bis dahin. Bis dann.